Kostenexplosion bei der Rente mit 63. Na und? Wir können es uns doch leisten. Ich sage nur eins, Respekt vor der Lebensleistung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die Bild-Zeitung hat es vor ein paar Tagen veröffentlicht. Es gibt eine Kostenexklusion bei der Rente mit 63. Sie meint, die monatlichen Kosten für die Zahlung der Rente mit 63 liegen wohl bei 4,3 Milliarden Euro, Stand März 2024. Meine Damen und Herren, Rente mit 63 gibt es gar nicht, sondern ich meine, es ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Da gehen die Antragszahlen nach oben. Ist ganz klar, der Grund, Babyboomer kommen, die gehen in Rente, die wollen natürlich auch ihre Rente haben. Meine Damen und Herren, ich kann das Zahlengeschacher der Bild-Zeitung nicht wirklich verstehen. Ich sag nur eins, na und? Ist doch völlig wurscht. Die Leute haben 45 Jahre eingezahlt in die Rentenkasse, also haben sie einen Anspruch auf die Rentenleistung. Also meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte von solchen Aussagen nicht verrückt machen. Auch wenn die Kosten für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte immer mehr steigen. Das ist nun mal so, Babyboomer gehen in Rente. Sie haben, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen für diese Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Rechtsstand 1.7.2014 erfüllt haben, haben Sie selbstverständlich Anspruch auf diese Altersrente. Anspruchsvoraussetzung ist, Sie müssen das entsprechende Lebensalter erreicht haben. Geburtsjahrgang 1960 kann mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten erstmals in diese Rente gehen und Sie brauchen noch 45 Jahre Wartezeit. Bitte Wartezeit nicht gleichsetzen mit Beitragszeiten. Wartezeit meint hier etwas anderes, meine Damen und Herren. Das wird häufig auch falsch interpretiert oder falsch gesagt. Im Gesetz steht nicht Beitragszeit, sondern Wartezeit. Also können Sie nachlesen in § 51 Absatz 3a Sozialgesetzbuch Nr. 6. So, meine Damen und Herren, locker können wir uns das leisten. Deutschland ist ein reiches Land. Selbstverständlich haben die Menschen, die die Rente beantragen, auch den Rechtsanspruch darauf und können dann ihren Ruhestand mit der abschlagsfreien vorgezogenen Altersrente genießen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn sie vorzeitig in Rente gehen, haben sie weniger Rente, als wenn sie in die Regelaltersrente gehen würden, 2 Jahre später meistens. Also, das soll es gewesen sein. Bitte nicht verrückt machen lassen. Ich kenne den Hintergrund nicht, warum die Bild-Zeitung das so geschrieben hat, aber ich sage nur eins. Wir können es uns leisten. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.